Der Esperto hier mit Herbert, wir spielen PUBG. Leider nicht. Ich muss weg. Kurz Moment. Ich lass das drin. Scheiß, der Hund druckt gerade. Ah. Das wird was Tolles. Wie passe ich mich denn an? Also, ich soll mich anziehen, hat er gesagt. Ja, ziehen wir das da an. Ja, zieh das doch an. Ach so. Jo. Ich hoffe, so ist besser. Hallo. Guck, guck. Ich hab mir was angezogen. Hey, schick. Ja, ne? Richtig schön hässlich. Moment. Oh. Oh. Du bist schon hübsch. Danke. Jetzt mach aber da bitte so, dass wir nicht wieder ins Squad reingehen oder so ein Blödsinn. Nee. Ich muss bereit drücken, ne? Da ist eine Idee. Ich hab das Dann so geht's lange nicht mehr gespielt, ich hab auf keine jeden Fall Ahnung. nach vorne. Ich habe so lange nicht gespielt, dass ich die Steuerungsanleitung gerade gezeigt bekomme. Ja, ich nicht. Raffiniert. Durch Drücken von STRG Bewegungsgeschwindigkeit auf Gehen reduzieren. Beim Gehen sind die Fußschritte leiser als beim Laufen. Danke. Stimmt gar nicht. Vor allem, ich laufe mit nackten Füßen rum, da ist das eigentlich im Endeffekt scheißegal. Eigentlich dürftest du, wenn du schleichst, ja gar keinen Ton mehr machen, außer du trittst in den Nagel oder so. Hörst du über die ganze Map? Ah! Ja, genau. Komplett Und dann so, hey, Eskalation. seit wann gibt's Krähen? Oh, holy. Weißt du, was ich an diesem Spiel liebe? Was denn? Dass ich echt Ewigkeiten, und es ist wirklich egal, welchen Rechner ich hatte, ne? Ja. Ewigkeiten dieses Bild sehe. Wahrscheinlich erst im Flugzeug wieder mitspielen kann. Ja, das hatte ich das eine Mal, ja, also die letzten Male damals auch immer gehabt. Ich meine, es ist schön, wenn es ein schönes Bild wäre. Aber es ist halt die Tastaturanleitung. Ja, ne, ich habe hier einfach unten rechts dieses Puppke, was die ganze Zeit angezeigt wird, und ein Ladebildschirm, der uninteressanter nicht sein kann. Also. Ich höre das Flugzeug im Hintergrund. Ich auch. Also gestartet sind wir schon mal. Wie? Ah, oh, Wie? ich sehe was. Ich nicht. Jetzt Ist spring nicht bloß schlimm. nicht rauf, ey. Und tschüss. Wow. Nein. Ich markiere schon mal. Ja, Ich bin im Winter, wenn es dich beruhigt. Zum Glück hast du Schuhe an. Ohne Scheiß, wir spielen im Winter. Ja. Ah, jetzt kann ich was sehen. Wie Weißt machen du wir was? nochmal Karte auf? So, wo hast du markiert? Was, nirgendwo? Ah, da, okay. Ja, gut. Ich würde Wir schalten sagen, mal nochmal aus. Ja, F, go. aus. Es gibt neue Sounds, alles ist neu, das ist eigentlich ganz cool. Ich muss hier hinterher fliegen, weil ich einfach unten auf der unten rechts auf der Karte einfach gar nicht sehe, wo mein Ding da ist, ey. Wenn Oh, du jetzt habe N ich ein drückst, Standbild. drück mal N, wie Nordpol. Dann Ah. Oh Gott. Ja, geil. Boah, fette Nordlichter am Himmel, voll Ja, geil. echt, Alter. Die Aurora Borealis. Warum leckt das Spiel? Weiß nicht. Meiner Spielfigur ist die geistig behindert. Kurz Rechte geben, damit er hier eben was machen kann. Also Ja, kann ich gleich machen. Okay. Gefunden, keine Waffe. Ich habe eine Waffe. Bin bereit zu töten. Das reicht doch eigentlich. Krieg dafür keine Türen auf, ich Trottel.
Ich muss gleich mal eben raustappen. Ja, Leute, hier, unplugged, ey. Ich brauch mal erst. Ey, ich brauch mal irgendwie eine Waffe! Ich dachte, du wolltest tappen. Ja, das mach ich jetzt auch. Im Raustappen. Oh, lol! Jetzt mach doch! So, nee, nicht. Hab ich Discord aufgemacht? Scheiß drauf. Weiter. Also geil, ich habe bisher keine Waffe. Ich bin. Oh! Hätte mal früher heulen sollen. Boah, das Spiel ist ultra leise. War es immer schon. Alter, Audio. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich finde echt nur Schrott. Also mit Schrott meine ich nicht totaler Blödsinn oder so, sondern ich habe jetzt eine scheiß Drecksmaschinenpistole. Bin ich gar kein Fan von. Und eine Waffe, die ich nicht kenne. M24. Ich habe eine MP5K und einen Dreifachzoom jetzt drauf. Ah, Moment. M24 war Sniper, glaube ich, ja. Ach, wir müssen auch nur ein gutes Stück zurücklaufen. Super. Ich komme mal zu dir. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, ja, ich bin gerade komplett verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Kein okay. Problem. Das ist für ein SG. Kann ich das dabei tun? Alter, ich weiß schon, dass du kommst. Warum? Aber ich wenigstens... Weißt du, wo der eingeschlagen ist? Weiß ich nicht. Warte, warte, ich lauf hin. Warte, warte. Hier ist so ungefähr. LOL! Ich habe aber auch nicht gezielt, also. Okay, ja gut. Habe ich das Fenster denn eben wenigstens getroffen? Nee. Jetzt hat das Fenster getroffen. Ich habe das Fenster gehört. Okay. Ist kaputt. Schön. Also habe ich einen Sniper. Oh. Boah, du bist so behindert, Alter! Oh mein Gott. War dein Kopf? Du hast noch einen Kopf. Kann mit nicht bewegen. Wie ändert man nochmal den Feuermodus? V. Okay. Brauchst nee. Du ein Medkit? Ne, hab ich. V. Ne, V ist es nicht. Hä? X? B. B. Ja, das hätte ich auch. Hast du ein großes Medkit? Ich hab ein normales Medkit. Ja, hier. Ja, ist ja. Ja, ja, ja. Ich hab. Alles gut, alles gut. Alles klar, komm auf mein Leben hier. Hä? Was mach ich denn da? Für irgendwelche Sachen raus? Oder was? Hm? Ich weiß gerade nicht, was ich tue. Ich bin komplett... Ach so, man ändert das dann nur. Oh Gott, ich bin... Was steht denn für eine Funktion? 762, oder? Ja, nimm die doch jetzt. Ach, die muss ich in die Hand tun. Aber... Hä? Bin ich doof? Was brauchst du? Ich bin zu blöd, Bandagen zu benutzen. Ach so, es können nicht mehr HP hergestellt werden. Ja, ja genau. Bandagen ist ja schwer wir müssen uns beeilen. Du da nicht auf dem Boden rumgelegen? Wären wir schon lange weiter. Boah, leck mir die Füße. Er ist zu kalt. Da ist kalt draußen. Ich hätte jetzt nicht im Real Life, also hätte nichts dagegen, dass im Real Life so ein Wetter ist. Nee. Doch, ey, ich mag lieber Schnee, Regen, Gewitter als, ne, man kann sich am wenigsten dick einpacken. Ich ja nicht. Kannst du dich nicht dick einpacken? Nein, kann ich nicht. Verhindert mein Körperfett. Wackelt eigentlich dein Bauch, wenn du lachst? Ja. Geil. Nee. So nach unten. Er spannt sich eher an. Hans-Peter, ich bin's, Dieter. Oh Gott. Ja, ich merke das schon. Ich schwöre dir, erster Feindkontakt, wir sind tot, weil wir einfach. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Game. Also, wenn du einen siehst, musst du ihn töten. Das ist eigentlich ganz simpel. Ja, das sagst du wieder einfach so. Das müssen wir so machen. Denke mal, so. Der Zitron.
Ich habe übelste Lecks, aber es ist... Okay. Schon. Das macht die Sache spannend. Oh. Gelucki hier. Ja, ich gehe mal hier vorne direkt rein. Schön. Ich habe eine K. Hier liegen Helme rum, wenn du da einen brauchst. Ich meine, dir wurde ja in den Kopf geschossen, ne? Also. Hier ist gerade irgendwas explodiert. Gehört. Also das ist Zone. Hier liegt eine Taschenlampe, die flackert. Das sieht auch geil aus. Aber unbedingt großes Kaliber, Munition. Ich muss gleich mal jetzt das Visier ändern. Wenn ich stimmt mal eben hier hin. Da reicht Rotpunkt. Den ganzen Tag wie so ein Bekloppter durch den Wald laufen würde, ne? Wäre ich auch im Arsch. True story. Ja, der Typ läuft wie ein Bescheuerter. Lieber die UMP. Was ich bei dem Game immer vergesse, ist, dass du die Aufsätze abmachen musst, sonst hast du echt keinen Aufsatz dabei. Ja, das stört mich aber auch schon länger. So, jetzt müssen wir mal gucken, kann ich das nehmen? Ja, Schmerzmittel. So, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen mich rehabilitieren hier. So. Die UMP 45 braucht keine 9mm mehr. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Sie geändert auf 45er. Ja, erstmal hier steuerungstechnisch wieder klarkommen, ey. So lange keinen Bock drauf gehabt. Ich glaube, wir sollten mal weitergehen, wa? Aber die Nordlichter gefallen mir. Oh. Wie ändert man das Visier während des Zielens? Rechte Maustaste einmal anklicken. Den Zielmodus meinst. Ich weiß, wofür. Nee, ich hab auf meiner Waffe zwei Visiere. Wie machst du das denn? Ich hab einmal ein Schrägvisier. Das kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Scheiße. Das Wasser ist kalt wahrscheinlich. Oh, Pfanne, wir haben gewonnen. Ja. Schau mal ganz kurz nach. Steuerung, Tastenbelegung, nur springen. Spielen. Ich will aber nicht über die Brücke gehen. Ich glaube, ich gehe schwimmen. Ich warte hier noch auf dich. Ah, okay, so geht das. Lauf. Was ist das denn? Jo. Friert man oder sowas? Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus. Boah, noch voll von der Zone erwischt. Leck mich doch an die Füße. Ah. Zum Glück bist du Holländer. Warum? Können alle schwimmen, die haben Angst vorm Wasser. Ich habe erst vor zwei Jahren schwimmen gelernt, hallo? Ja, aber immerhin. Oh mein Gott. Ja. Also wenn du es nochmal haben solltest, ja? Das Problem mit Schrägvisier. Alt drücken und dann zielen. Alter, ey, das kann ich mir auch nie merken. Dann ändert sich auch das Fadenkreuz. Hier war jemand. Warum? Keine Ahnung, ich habe einfach mal so eine Vermutung aufgestellt. Mir egal. So. Andere Vermutung. Wir müssen echt weit. So 50 Meter. Und wir haben nur 38 Sekunden. Ja, ne, komm, dann lass direkt weiterlatschen.
habe auch eine Karre. Ich will auch. Hört auf zu schießen. Wir sind hier schwer am Arbeiten, ja? Der triggert mich ultra hart, der Typ. Hey, hier ist Feuer. Ah. Hier ist ein Schneemobil, wie cool. Wir sind schon mal Top 50. Ja, das ist das Wichtigste. Für erste Runde. Bin ich schon. Ja klar, auf jeden Fall. Also dafür, dass wir bisher noch keine Kills haben. Leuchtet da hinten so knallrot. Sieh mal, was du meinst. Siehst du das nicht? Ah, da oben im Himmel. Ja, das soll ein Stern sein. Nee, das kommt näher. Halt runter. Ja, das sind UFOs. Okay, cool. Ja, nehmen wir jetzt einfach so mal hin, ne? Geh doch da rein, du Lauch. G36. Cool. Ja, meine Spielfigur ist wieder behindert. Ich habe gerade die Hoffnung, dass welche hinter uns kommen. Die Zone kommt. Oh. Ich geh schon mal weiter. Das ist nicht gut. Ne, noch nicht. Also bis hier. Hier geht's. Ja, ja. Ich gehe nur in Deckung, weil ich will leben. Ja, da kommt einer. Wo? Links von mir. Süden, Südwesten fährt an uns vorbei. Ja, da unten fährt er. Richtung Südwesten. Ja, ich höre gerade Schüsse. Wir können eigentlich direkt weiter in die Zone laufen und uns da irgendwo hinlegen. Ich weiß nur noch hier nicht, wie man sich hinlegt. X, glaube ich. Ne, Z. Z oh, ist Standard. Okay. Ja, hör auf zu schießen, trifft eh nicht. Lagerhaus sieht aber sauber aus vor uns. Ja, ja. Da gehen wir auch erstmal rein. Ah, es ist warm und muggelig. Wo willst du denn das wissen? Weil ich davon ausgehe. Okay, und? Bist drin? Jetzt nochmal eine M4, wenn du haben willst. Nee, ich brauch 700, also 7er Munition. Nee, hab ich nicht. Mir leid. Jetzt zu den Kopf schießen, da bist du für mich nutzlos. Wow. Komm zu dir ins Haus. Mhm. Moin. Hi. Nicht. Keine Munition. Sonst wirst du mit der Munition beworfen wie sonst was. Ja, vielleicht haben sie das mal geändert, die Lauchköpfe. Weil war ja zeitweise relativ lächerlich, was du hinterher an Munition hattest. Ja, ja. Mal aufhören zu schießen, ich bin ein kriegliebender Mensch. Auch eine Idee. Was denn? Einfach so auf eine Kiste stellen, ey. Ist das so? Ne, geht nicht, oder? Doch. Warte, dann mach ich das hier. In meinem ersten Moment denkst du ja nicht dran, an die Kiste. Wie ist die Kiste da? Ich hör die ganze Zeit Schüsse. Ja. Mach mich irgendwo ein bisschen nervös. Aber auch wiederum froh sein, dass dein Gehör funktioniert. Ja, im gewissen Alter, ne? Wo
schon cool mit der Waffe, dass sie zwei Visiere hat. Das klingt auf jeden Fall geil. Hm? Die Waffe ist auch gut. Also mit dem Headshot habe ich schon jemanden getötet vor kurzem. Ausgenockt. Er ist nicht direkt tot umgefallen. Leck mich. Ich muss ihm wieder hochhelfen. Entwicklungshilfe hier. Rechts von uns, irgendwo in eine Karte bekommen bin. Ja, ich kann das nicht mehr einschätzen, wie nah das ist. Das ist das Problem. Da ist schon was weiter weg. Die Zonen sind sehr kurz. Oh. Okay, der ist näher, weil der hat einen Schalldämpfer. Lass uns mal direkt ins Haus reingehen und erstmal. Welches? Ja, ist scheißegal. Irgendeins. Hier irgendwo rein. Am besten nicht durch die Scheibe. Ja, das sowieso nicht. Oh. Oh. Ich mach die Nini-Taktik. Es gibt eine Dusche! Endlich! Brauchst du dringend Munition für die Kackwaffe? Ausgang? Ja. Ja, gehen wir doch hier rein. Oh, cool. Hammer, oder? Hallo? Aber es gibt keine Tür. Ja, das ist nicht schlimm. In dem Moment, wo er reinguckt, bratzen wir ihn weg. Also ich merke schon, wir gehen auf Sieg. Locker. Oh. Der rechts war nah. Mhm. Der linke ist am Arsch der Welt. Der nicht. Wir haben Geduld. Ich habe das Gefühl, dass sie alle snipern. Ja, K ist sehr häufig irgendwie in der Runde. Das killt immer derselbe. Erstmal in Ruhe was trinken. Soll die doch mal kommen, die Pisser. Kommt einer. Okay, leise. Linke Seite. Okay. Nicht bewegen, nicht bewegen. Damit nicht bewegen. Siehst du die Tür? Nee. Okay. Lass diese Verrenkung sein. Das sieht scheiße aus. Du guckst vor durch die Klo, durch das Dingens, das Klopapier. Kommt wieder. Noch weiter weg. Hör nicht mehr. Okay, wir müssen uns noch nicht wirklich bewegen, aber. Da läuft noch rum. Da ist er. Hab ihn draußen gesehen. Achtung. Er ist tot. Ja, ja, aber der ist da vorne nicht. Noch nicht. Achtung, raus. Alter. Alles safe? Ja, geht. Okay, ich bin einmal draußen außen rumgelaufen. Wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Deine Nate? Ja. Ja. Ich geh mal wieder in das Badezimmer rein und verbinde mich. Ja. Du musst laufen. Schaffe ich nicht mehr, ich bin raus. Okay, gut. Ich lauf. Nein! Nein! Sean! Oh mein Gott! Diese Schmerz! Okay, ich bin tot. Ich froh. Sein Ende. Wow. Nun sehen Sie Hubi-Fan, meine Damen und Herren. In einer freien Wildbahn, ne? Ja, 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 ja. Boah, ich kam aber auch gar nicht auf das Zielen klar. Ja, der Bullet Drops anders. Ja, das Problem ist, er hat gesehen, dass die Zone verschwindet. Dann hat er sich verpisst. Klar. Oh, er war aber stark links von dir. Ja.
alles sehr links, aber ich frage mich, wo der eine Typ lang gelaufen ist, weil zeitmäßig hatte der nicht viel Abstand zu mir. Aber ich glaube, ich habe den am Anfang noch laufen sehen. Oh. Gerade brutal auf dem offenen Feld, Digga. Ja, das ist nicht gut. Aber du machst das. Scheiß Energy Junkie. War kein Red Bull. Aber läuft trotzdem wie bescheuert los. Dann müsstest du ja bei Red Bull wärst ja am Fliegen. Sei vorsichtig, wenn du zu dem Haus gehst. Ich will da gar nicht rein. Einfach eine Zone irgendwo hinlegen. Sehr nah. Da ist einer im Haus drin, glaube ich. Ja, da oben. Da war gerade einer. Ja, ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, Balkon. Er hat sich gesehen. Aua. Ja. Ja, das sind zwei, denk dran. Das tat fies weh. Achte auf die Zone. Da ist einer, links! Granate! Ah! Ah. Scheiße! Der hat bestimmt gesagt, komm, beleb mich nicht! Guck, dass du ihn tötest! Du hast ihn noch nicht mal ausgenockt. Doch, der eine lag! Echt? Mhm. Nächste Runde. So, eine müssen wir noch gehen. Ja, der ist tot, der Herbert. Da braucht ihr keine Granaten mehr werfen. Ich sehe schon wieder den Ladebildschirm. Das ist schon kurios. Bitte auf. Wenn ich dann denke, kriege ich schon... Schlauchbrüste. Die Server sind zu ausgelastet. Ja. Der Meisterschaftsbericht ist fertig. Ja, ist neu. Ganz interessant, siehst du, welche Waffen du benutzt hast und so. Ja, gar keine. Ja, kommt nächste Runde. Ach, hier, ja. Kurzen Moment, bin wieder da gleich. Ja, jo. So Leute, jetzt seht ihr hier auch mal die Steueranleitung. Ne? Könnt ihr euch alle super merken, ganz einfach, indem ihr jetzt mit eurem Handy ein Foto macht, das schön fotografiert, bei Instagram ladet, mit dem schönen Hashtag Esperto-LP. Ich würde mich kaputt lachen, wenn das einer macht. Feuermodus B. Aha. Oh, wow. Wir sind in Papua-Neuguinea. Hast du mir geworfen, Junge? Welcome in the jungle.
WW. Man kann Leute mit Äpfel bewerfen, ey. Ja. Endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. Hast du diese Map? Ich habe die noch nie gespielt. Gestern. Abend im Stream einmal. Und wollen wir hier hin? Nach Nakam? Ja, Nakaro. Da müssen wir zwar auch wieder hinterher hetzen, aber geht eigentlich klar. Sind halt nicht viele Gebäude. Ja. Passiert. Ja. Gucken wir mal den Füllstand vom Flugzeug an, wenn wir da sind. Gestern im Stream war cool. Ich habe so Bootcamp hier links von uns jetzt gerade. Mhm. Raus. Jo. So Art Rambo-Style, weißt du? Aus dem Gebüsch mit der Schrotflinte, dann kam auch einer raus. Paf, direkt tot. Aber eine Akimbo-Schrotflinte wäre schon geil. Ich kenne alles nicht. Und ich habe immer, wenn ich runtergehe, hier so... Lex, was ist denn das, ey? Oh, da ist schon einer vor uns. Mhm. Direkt rein engagen. Ja. Wer als erstes eine Waffe hat, hat gewonnen. Tatsächlich. Das wird er sein, aber... Ich leg mich aufs Dach. Dann überlebst du auf jeden Fall. Ja, deswegen ja. Ja. Waffe habe ich. Okay. Leg mich hin, du schaffst das. War alleine, oder? Negativ, ich bin unsicher. Versuch den durch die Scheiben zu sehen. Wo ist der? Der ist hier. Oh Gott! Hast du dir gedacht, du Pisser? Oha! Von rechts, von links, von überall Schüsse. Ich bin tot. Absolut kein Problem. Was machst du? Ich bin tot. Was wollen die machen? Ja, stimmt eigentlich. Warte, andersrum ist interessanter. Spring einfach. Oh, ich glaube, ich rausgegangen. Scheiße. Ja, ich gehe mich jetzt direkt umbringen. Okay, ich gehe mich wirklich umbringen. Die suchen mich. Eigentlich möchte ich hier am liebsten liegen bleiben. Das wäre für die Aufnahme perfekt. Okay, Esperto. Oh, jetzt lauf! Aber Banga! Find mich nie. Aha. Direkt ein Medikit klauen. Ich hab keine Ahnung von dem Bullet Drop, Alter. Ja, der ist heftig. Der ist mega schlecht gemacht, ey. Also auch, wie die Waffe verzieht. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das war auch einer der Gründe, warum ich aufgehört habe. Weil das mich sehr, sehr gestört hat. Aber deswegen fange ich noch lange nicht mit Fortnite an. Also, dazu kriegt man mich nicht. Komm, direkt nächste Runde hier, ey. Ja, mal so. Es war cool, Fortnite. Aber, also die haben so gesehen... Keine Schnitte gegen mich, solange sie nicht bauen. Aber die bauen ja direkt. Zack, hast du eine Wand vor dir, dann denkst du, oh, eine Wand, schießt weg. Bam, Villa. Weißt du, das ist einfach kein... Naja, ich muss sagen, Ring of Elysium hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, das ist so von den Battle Royale-Spielen das, was mir am meisten zusagt. Es macht wirklich Laune, weil auch nicht so viel geändert wird die ganze Zeit und sowas. Okay, jetzt ist natürlich nach, was weiß ich, wann wir da das letzte Mal da... ja, es war, war letztens eine große Änderung, also... Map-mäßig, aber war wo da was... Wo bist du denn eigentlich gerade? Hier an der Klippe, ich bin am überlegen zu springen oder nicht? Ich weiß ja, nicht. Warte mal eben. Achso, du hast einen Apfel gefunden. Ja, klar. Komm, ich fang ihn. Und? Ja. Ich hab ihn gefangen. LOL, ich komm mit! Easy! Endlich mal hörenloses Jumpen, ohne Angst haben zu sterben. Ja. Finde ich immer wichtig in Spielen. Borderlands Deluxe. Oh mein Gott, ist das tief. That what he said. Was? Ach du Scheiße. Die Map ist aber echt kacke. Ja, sag ich ja.
Oben rechts ist Mongolei. Willst du da echt hochfliegen? Ja, da oben in die Ecke. Okay, dann... Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass uns da einer hinterherkommt. Okay. Also mein Flugzeug flog gerade auf der Map auch rückwärts. Ja, ist ja schön, ne? Ich frage mich immer noch, welchen Hintergrund die Entwickler so hatten. Die haben also einfach einen alten Vietnam-Veteranen genommen, haben den da hingesetzt und haben gesagt, mal. Nee, ich meine auch so Battle Royale-mäßig, weißt du? Warum sollten 100 Spieler auf eine Map springen und sich gegenseitig töten? Keine Ahnung, frag mal die Leute von Hunger Games. Ja. Oh mein Gott, hier springen ganz viele. Planänderung, irgendwo anders hin. Ja, ich folge dir. Ja. Mein Gott, warum fliegen denn da so viele hin? Okay, jetzt sind wir alleine. Wunderbar. Ich mach einfach Stoßflug. Ah ne, da sind welche. Wir nehmen doch das Stranddomizil, wo auch einer hinfliegt. Boah, bist du hoch? Ja, nee. Dreh ab und komm zu mir, hier ist keiner. Dreh ab und komm zu mir, sagt er. Ja. Das funktioniert doch jetzt schon nicht mehr, hier ist ein Berg, ich lande. Ich bin gelandet. Okay, dann lauf. Guck, dass du überlebst. Nee. Alter, was ist denn das hier für eine... Ja. Ist in Ordnung. Alles gut. Tür zu, Klappe zu, Affe tot. Ja, ein Helm. Oh Gott. Die schießen mit Leuten auf Leuten oder so ähnlich. Ich verkämpfe mich hier im Haus, ne? Ist hier klar, ne? Bin gleich tot. Ja, ist doch schön. Dann komme ich jetzt zu dir. Auf. Bei mir ist noch einer. Ja, ja. Aua. Ich komme. Sack. Ich komme. Ah, der ist zu weit weg. Der wird dich finishen. Finish. Es läuft. Ich komme zu dir. Der ist noch irgendwo einer. Ja, scheißegal. Du bist draußen! Oh mein Gott, ich gehe in den Zoom, ich Idiot! Und du bist tot. Ach! Ich war aber draußen. Ja, ich habe aber gedacht, du wärst drinnen. Nee. Und ich gehe voller Imbrumpf in das Haus und denke mir, yo, ich bin der Baba im Club, komm, noch eine Runde. Ich dachte ja gerade in dem Moment. Können wir nicht eine Map auswählen, die mehr ist? So eine von früher? Weiß es gar nicht. Ja, kann ich. Das wäre echt lieb, ey. Weil das ist ja... Jessica lacht sich auch Miramar schon Ast ab. Oder diese Wüstenmap? Ja, komm, nehmen wir die Wüstenmap, ey. Ah, mit einer Keulkarpfen, ey. Ah, Leute. Ne, da seht ihr mal wirklich die Besten in Perfektion. Wenn man nicht im Training bleibt, ist man einfach raus. Boah, wie schlecht ich geworden bin. Das regt mich gerade richtig auf. Geworden. Wow! Ne, ich glaube, wenn ich da wieder ein bisschen drin bin, dann geht das klar. Weil ich habe sowieso jetzt vor, für Mittwoch, für Lunarborn und Friends, das ist so eine Gruppe, ne? Da bin ich auch, Videos immer mittwochs am Hochladen, Jens am Mittwoch, die Leute hier, ihr kennt das ja bestimmt. Und da wollte ich als Dieter Schmidt, wollte ich dann eine Runde Pupke machen. Aber am besten eine, die vielleicht gut läuft. Deswegen ist das hier gerade gar kein schlechtes Training. Ich werde so verkacken, ich weiß das jetzt schon. Aber ich habe Steps gehört, vielleicht komme ich rein. Oh, sie haben die Haare schön, meine Dame. Na? Da kriegst du direkt eine. Ja? Was willst du? Aufs Maul oder was hier? Mach, dass du wegkommst. Ja, ab ins Haus, geh in die Küche, mach was zu essen. Siehst du mich? Ja, ich kann in deine Richtung rennen. Geh weg. Hallo! Na? Die kleine Kuh aus Malibu, aus Malibu, aus... Wow. Komm her, Junge. Komm her, ey.
Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, das war übelst laggy. Okay, wo sind wir denn? Sollen wir das Militärcamp oben rechts direkt nehmen oder fliegen wir weiter? Ich hab schon markiert, ganz rechts. Los geht's, raus. Ja. Ich hab überhaupt nichts von der Markierung gesehen. Ist mir egal. Hier ist auf jeden Fall keiner. Ah doch, über mir. Ja, wir gehen hier runter. Okay, Sturzflug. Jetzt rein. In die Scheide. Schön, man kann hier wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr flott landen. Ja. Yeah. Das war da auch eine der Sachen, die mich aufgeregt hat, weil man einfach viel zu lange unterwegs war. AKM, es geht doch schon mal jetzt gut los. Wir nehmen jetzt mal die ganze Scheiße hier mit. Ich wusste es. Ich hab eine Pistole. Pumpe. Pumpe ist gut. Ja, und eine AKM. Die zwei Schuss vor allen Dingen. Die ist wirklich richtig böse. Alles komplett uninteressant. Jetzt brauche ich nur Aufsätze. Oh, Stufe 2 Weste. Danke. Das hier habe ich noch. Und die Winchester. Ah. Ja, die ist eigentlich not bad, wenn sie so wie früher wäre oder ist oder was weiß denn ich. Das ist die Problematik. Und eine Uzi, ja. Natürlich für den Arsch. Ja, Uzi geht, also das geht klar. Ich habe ein Sechsfachvisier gefunden. Das habe ich ja noch nie jetzt gesehen. Auch, es gibt auch irgendwie jetzt jede Art von Visieren. Irgendwie einfach, ganz normal, ne? Es gibt jetzt auch dreifach. Ganz verstehen tue ich das nicht, aber ich komme in deine Richtung. Hm? Müssen aber in deine. Ja, dann komme in meine. Ja, so halb. Ich gehe schon mal auf den Berg hier hoch. Ich brauche auch noch Loot, also. Ja, guck doch. Wird das nichts. Loot her kann ich mich jetzt nicht beschweren. Nur von der Waffenauswahl. Ich schon. Also mir fehlt noch einiges, also das ist halt das Problem gerade. Ich denk mal, weil hier normalerweise keiner landen würde, hier auch überhaupt gar kein Loot. Die Halle ist fast leer. Große. Ist leer. Ja, schießt nix. Brecheisen liegt hier rum. Ich hab's mitgenommen, vielleicht bringt's mir Glück. Ja, na also, eine Waffe. Schön. Was ich auf jeden Fall noch ausprobieren will, ist Apex Legends. Das möchte ich echt ausprobieren. Weil die Runden, ehrlich gesagt, noch nicht. Also die Runden sind relativ schnell. Das finde ich halt gut, weil ich manchmal, wenn ich auf YouTube streame, nicht so schnell auf den Chat eingehen kann. Obwohl es halt futuristisch ist, also. Hast du geschossen? Ja. Klar. Du Lauch, ey. Ich hab mich übelst erschrocken, Mann. Wurde mit Schalldämpfer alles gut. Du alte Sau, Alter. Oh, Alter, ich will da raus. Lass mich doch mal raus, Mann, du Lauch.
Oh, wir trollen wieder zu viel, ey. Gleich sind wir eh wieder tot. Hier ist nochmal eine Pumpe. SWAT. Ja, das ist schon die ganze Zeit SWAT, damit ich hier einmal durchkomme. Hier ist noch eine Polizeiweste Stufe 2. Ja, Waffe ist leer, kann ich loswerden. Super. Hallo, man schießt nicht auf die Bar. Oh, Entschuldigung. So, jetzt gucken wir. Oh Gott, guck mal, wir brauchen ein Auto. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Guck mal, wo die Zone ist. Seit wann entscheidest du, was wir brauchen? Wow. Wann brauchen wir jetzt ein Auto? Ich schieß nicht. Bin ich so ein Arsch wie du, so ein Anti-Mate. Du hast zwei Gesundheit. Wow. Wie macht man doch mal die Waffe weg, X? X. Ah, Mann. Ich hätte gerne das Sechsfach-Visier auf der Pumpe. Direkt. Damit du genau siehst, wo die Kugeln hinfliegen. Ja. Kann ich genau sehen, was ich nicht getroffen habe. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die hier ausgestiegen sind. Nein, es sind hier welche runtergekommen. Definitiv. Echt? Ja, ja. Aber die werden sich auch langsam in die Richtung hinmachen, weil es geht gleich los, ne? Das ist halt Sightseeing, ne? Hier. Wir können doch nicht mal looten gehen, Scheiße. Auch ins Haus rein? Ja, Schnelldurchgang. Gucken. Festhängen, ganz wichtig, damit es auch richtig schön viel Zeit kostet. Mal Dreier-Rucksack und hin wieder rausspringen. Zack. Schmerzmittel. Mach mal eine Zweierweste. Ja, und da gehen wir dann weiter. Karma is a beach. Kommen wir denn auf eine Straße zu? Nein. Das ist sehr gut. Wir müssen eigentlich Richtung irgendeiner Straße. Warum? Weil wir ein Auto brauchen. Wir schaffen das zeitlich. Verwandel dich halt in ein Auto, wenn du umgehst. Ja, ich bin ein Transformer, also. Der menschliche. Nenn mich Bumblebee. Okay. Ich jetzt gucken hier. Dann mal los. Willst du immer noch laufen? Ja, ich bin leider ein Laufrobot. Wie war das? Und ich schieße ihn auf die Füße, lass sie tanzen. Wow. Was ist das hier? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, schön. Also die Zone kommt langsam tatsächlich. Ach. Und so mittlerweile bin ich tatsächlich der Meinung, wir brauchen ein Auto. Danke, Herbert. Also, auf deshalb die Idee wäre ich nicht gekommen. Dass wir wirklich nicht unbedingt durch die rote Zone laufen, die jetzt kommt. Welche rote Zone? Oh. Ah, doch, das geht. Ja, ich laufe genau dran vorbei, wenn ich geradeaus laufe. Das ist super. Ich gehe durch. Oh, schaffst du. Wenn nicht, bleibst du halt liegen. Wow. Wenn ich merke, dass so eine Bombe auf mir landet, schießt sie noch in deine Richtung, dann schwöre ich dir, ey. Oh, aus Versehen Headshot. Tut mir leid. Dann liegen wir halt beide. Das ist mir auch egal. Und ich krabbel weiter und nicht mal zu dir hin. Oh, not bad. Wir brauchen echt ein Auto, ey. Das ist so behindert. Hey Mann, wo ist mein Auto? Weiß ich doch nicht. Weil du bist ja da. Guck mal, Feuerwerk. Schön. Ja, ich gehe genau am Rand her. Daran verstehe ich den Sinn auch noch nicht, ne? Was? Warum kommen da jetzt plötzlich Bomben runter? Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum ist das so? Wir müssten echt mal Blue Balls oder wie die heißen anschreiben und denen sagen, yo Kinders, wir haben so ein bisschen Stress mit eurem Spiel. Du guckst immer so ganz interessiert rüber, ne? Da passiert siehst nichts. Du das? Ja, ja. Man sieht ja den Sichtkegel. Ach so. Na, jetzt ist Feuerwerk vorbei. Das ist langweilig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da kommt gleich eine Straße. Jetzt müssen wir aus. Ist ein Traktor. Ja, der bringt uns richtig weit. Was? Ich er fährt ja leider nicht. Ich habe schon ein Auto gesehen. Ja, okay. Glaube ich. Also wenn es nicht kaputt ist, habe ich eins gesehen. Also ich habe eins gesehen. Ich weiß nur nicht, ob es kaputt ist. Fahren auch welche? Ja. Was ist das für ein Geräusch? What the fuck? Das Rohr ist kaputt. Fängt jetzt an zu plätschern wie verrückt.
Mach die Zone. Mach die Sparta. Super. Halleluja, also es wird richtig schön. Wir müssen auch richtig schön Querfeld einfahren. Und jetzt kommt das größte Problem, wenn du am Steuer sitzt. Dann schaffen wir das. Ja, eben nicht. Ich weiß, also wir schaffen es in die Zone, aber wir werden definitiv an irgendeiner Laterne kleben bleiben. Also das Auto, was ich gesehen habe, brennt. Ja. Glaube mir, das können wir nicht benutzen. Und da kommt die Zone. Die angesprochene. Ich werde jetzt zur Tankstelle laufen. An der Tankstelle steht bestimmt ein Auto. Ich gehe dann hier weiter. Ich habe eine andere Idee. Oh. Arschloch. Jetzt habe ich nur ein halbes Leben. Super. Das ist toll. Ja, keine Sorge. Krieg ich doch. Nee. Da kommt einer mit dem Motorrad, ey. Da hinten fährt einer. Das ist wahrscheinlich das einzige Auto auf der Map. Nee, ich habe schon vorhin ein anderes gesehen, aber es okay. Ist Wumpe. Ich gehe jetzt einfach durch die rote Zone. Kann ja nichts passieren. Die erste ist schwach, also richtig schwach. Ja. Eigentlich könnten wir es auch noch zu Fuß schaffen. Deswegen renne ich ja weiter. Ja, und ich suche ein Auto. Oh, hast dich geheilt? Hm. Ja, sonst sterbe ich doch, du Pappnase. Ach was. Holzkegel, du. Jetzt sind wir quitt, mein Freund. Gar nicht. Ich sehe das schon kommen, dass du gleich ankommst und mich überfährst, du Drecksack. Guck, in der roten Zone kommt gar... Oh Gott. Leck mich am Arsch, direkt bei mir. Was bei dir? Die Zone. Die Bum-Bum-Machtzone. Ja, ich bin in der Bum-Bum-Machtzone. Ich doch auch. Das schaffen wir nicht, Herbert. Herbert? Ja? Ich habe das Gefühl, das wird unser Tod. Lauf einfach weiter. Ja, ich mach schon. Schaffst du. Und ich schaffe ein Auto zu finden. Ich habe noch ein Medikit, also das sollte eigentlich machbar sein. Außer die zweite Zone beginnt und ich bin im... Ja, dann die zweite tötet dich. Ja, da sind wir raus. Du musst ja bedenken, du musst ja bis zur zweiten Zone jetzt laufen. Ist hier ein Auto? Ein Auto. Oh, das ist kaputt. Doch gar nicht. Ja, also vor mir ist gleich eine Straße. Ich dachte mich doch, wenn da ein Auto ist. Dann hau ich mich aber auch um hier. Aber das kann aber nicht sein, oder? Ganzen Straßen leer? Keine einzigen Fahrzeuge? Ich bin ja schon fast wieder oben. Ich bin in der nächsten Hauptstadt. Hier muss ja wohl ein Auto rumstehen. Du hast eins. Ja! Das ist gut. Ich heil mich immer, fahr ich mal weiter, der Digga. Ja, fahr. Alles gut. Sind echt nur kaputte Autos. Ich nehme jetzt mein letztes Medikit. Wenn ich richtig sehe, steht da dieses kleine Mofa. Im Gebüsch. Das würde von der Zeit her locker reichen. Ja! Das schafft's doch, das gibt's gar nicht. Hättest du mich nicht angeschossen, hättest du es geschafft. Ja! Klar! Sag mal ehrlich, also ich wäre jetzt mit dir mitgelaufen, wären wir beide tot. Ne? Ich darf schon wieder durch eine rote Zone fahren, das ist einfach ein Witz vorm Herrn, ne? Ich hab ein Motorrad, unfassbar. Komm, das schaffe ich. Damen und Herren, schafft es, Herbert. Sehen Sie es gleich. Mein RTL. Okay, ich hab's geschafft, Mann! Easy. Oh, hier war einer. Hier ist einer. Bestimmt. Ich bin so froh, dass das Ding Beiwagen hat. Warum? Ich hoffe, das Auto explodiert jetzt nicht. Ich krieg keinen Schaden. Gott. Komm, gib Gas. Warum bremst das Ding? Ich habe keine Ahnung. Komm, da schaffst du. Wie weit muss ich noch? Du musst noch durch San Martin komplett durch und dann noch über den großen Berg, wenn du geradeaus weiterfährst. Und mit dem Leben. Und die zweite Zone beginnt in 25 Sekunden. Also es wird auf jeden Fall
schön. Also du hättest auch, wenn ich dich nicht angeschossen hätte, etwas nicht geschafft. Definitiv nicht. Am besten will ich nicht. Oh, Mauer. Ich fahr schon mal in die nächste Zone. Bin tot. Jetzt geschafft. Ich hab keinen Sprit mehr. Ich mache jetzt wirklich die Arschloch-Taktik. Haus zu Haus, Zone zu Zone. Arschlöcher. Hör auf zu schießen, ihr Spastis. Oh Gott. Kompensator brauche ich nicht, danke. Sind die da noch drin? Ne? Oder sind die so weiter? Hey, was ist denn mit dem Visier, Mann? Ich kann mich nicht lehnen, deswegen. Motorrad haben wir hier. Haben wir jede Menge Autos. Und nur zwei, die funktionieren. Also eins, was funktioniert. Jens? Ja. Bin weg, ja. Jo, ist okay. Jo, schönen Abend. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. Also Leute, ich mach noch weiter. Vielleicht hole ich Herbert noch ein paar Punkte. Vielleicht töte ich auch mal einen. Wäre auch mal wieder schön, ey. Ich trau dem ganzen Laden hier nicht. Ich will jetzt so weit kommen von den Punkten her wie möglich. Also, falls ihr denkt, ich mache hier übelst die Kills. Könnte sein. Okay. Das Blöde ist, dass der Teil damit reingehört. Ach du dicke Mutti. Muss ich gucken, dass ich da den Berg hochkomme. Barfuß. Wie in Farbe. Und bunt. Ich traue dem Laden hier nicht, Leute. Absolut gar nicht. Ich gehe jetzt extra da hoch, weil ich glaube, dass einer von hier aus so von den Bäumen aus schießt. Das wäre auf jeden Fall ein logisches Ding. Wenn wir Squad gespielt haben, haben wir uns gerne auf dem Berg verkämpft. Wo hätte ich jetzt eine K, Junge? Bescheuert. Das ist gerade der Nachteil, der Sound ist so leise und ich kriege den auch nicht lauter. Das ist richtig bitter. Danke, Blue Balls.
Mein Schild, ey. Scheiß mir jetzt vor allem in die Hose. Ich will ein bisschen Party machen. Ich hoffe gerade, die beim Looten zu erwischen. Das wäre richtig gut. Er sagt jetzt seinem Kollegen, da hinten ist einer. Hier, mit Jump, Junge. Kriegst du mich auch nicht. Bin schon allein, lasst mich in Ruhe. Ich suche mir jetzt eins der Häuser aus und camp mich da rein. Jawohl, perfekto. Was? Alter, also das Spiel, Halleluja. Ich würde gerne, kann man das sich Deathcam? Das würde ich gerne mal sehen. Vielleicht haben sie die Deathcam jetzt gefixt, dass man das erkennen kann. Weil das war damals schon ein Riesentheater, weil man umsonst Leute zeitweise reportet hat hinterher, weil es sah einfach aus, als hätten die durch Wände geschossen oder was weiß ich was. Ja, natürlich. Quickscope in den Head. Ja, einfach weil ich salty bin. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Wir sind jetzt am Ende dieser wunderbaren Aufnahme. Wir sind Neunter geworden. Ne? Herbert, wir sind Neunter geworden. Ja. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss, bis dann.